kein guter Film ohne hochwertige Zutaten. Ein Regisseur mit Visionen und eine hochkarätige Besetzung. Irgendwas wird es bestimmt machen. Einfach her hier und machen. Gut. Ist dein Zuhause auf einer Art? Ja, ja. Eine revolutionäre Komponente kommt dazu. Die zweidimensionale Leinwand wird gesprengt. Die Spezialkamera produziert Bilder für ein Rundum-Kino. Und das hat mich natürlich ungemein gereizt. Eine Geschichte zu erzählen mit Menschen, mit echten Menschen, mit Gefühlen, mit einem Schicksal für ein Medium, wo eigentlich noch keiner die Erfahrung hat, wie das mit einem Spielfilm überhaupt funktioniert, nämlich ein 360-Grad-Kinofilm. Die Geschichte des Films. Die kleine Janina ist zum ersten Mal abends mit ihrem Großvater allein zu Hause. Eine ungewohnte Situation für das Mädchen. Ihre Eltern gehen für ein paar Stunden weg. Der Rundumblick der Kamera bedingt, dass Danny Levy außerhalb des Sets sitzt. Die Dreharbeiten kann er nur aus der Entfernung überwachen. Im Kopf muss er die vielen Einzelbilder zum späteren 360-Grad-Bild zusammensetzen. Trotzdem weiß er genau, wie die fertige Szene für den Zuschauer aussehen wird. Vor dem Fenster keift ein aufgebrachter Autofahrer Janinas Vater an. Im Kinderzimmer werden Opa und Enkelin aufmerksam. Jetzt kann sich der Kinozuschauer entscheiden. Will er weitersehen, was sich auf der Straße abspielt? Oder sich umdrehen, um zu beobachten, wie es im Zimmer weitergeht. Er hat die Wahl. Dies alles macht die in Amerika entwickelte Aufnahmetechnik möglich. Am Spezialstativ werden 9 Kameraköpfe im Kreis angebracht. Setzt man die 9 Bilder später zusammen, ergibt sich der Panoramaeffekt. Die eine Kamera ist also genau genommen 9 Kameras. Damit Janina keine Angst mehr hat, erzählt der Großvater ihr eine Geschichte. Die Geschichte, wie sich ihre Eltern kennengelernt haben. Sie, die schüchterne Leseratte, trifft ihn, den Bibliothekar. Einen unbeholfenen, weltfremden jungen Mann. Ein ganz verschreckter Mensch, der irgendwie nur in Büchern und im Computer lebt und eigentlich gar keinen Körper hat. Und die begegnen sich da halt und verlieben sich, trauen sich aber nicht, irgendwie einen Schritt aufeinander zuzumachen. Gefangen in ihren Ängsten haben sie ihr Glück verpasst. Aus Liebeskummer vertieft er sich in Bücher und träumt sich weit weg. In einer Märchenwelt findet er sich wieder. Hier bekommen die beiden eine zweite Chance, wenn sie bereit sind, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Der Kampf der beiden Liebenden um ihr Glück wird in Island gedreht. Island. Kein Land eignet sich wohl besser, Märchenlandschaften auf die Leinwand zu zaubern, als die Inseln im Norden Europas. Überwältigende Naturschauspiele bieten optische Eindrücke, die nicht von dieser Welt scheinen. Das sieht aus wie in so Herr der Ringe, ja? So, also Märchenlandschaft, Trolle, irgendwelche Feen und Elfen. Kleine Monster, die irgendwo zwischen den Felsen wohnen, ja, überall Moos, vielleicht geht da irgendwo mal auf und da kommt irgendwas raus oder so. So sieht es hier aus. Das ist der Hammer, ey. Mehr als 5 Stunden dauert es, die Kamera unter die Kanzel eines Hubschraubers zu montieren. Auf Island bringt das Team den 360-Grad-Bildern das Fliegen bei. So schön Island ist, die Dreharbeiten sind strapaziös und schwierig. Jedes Stück Equipment muss auf unbefestigten Straßen über Stunden zum Drehort gebracht werden. Die letzten 100 Meter oft sogar mit Muskelkraft. Sie
ist natürlich enorm spannend, auch zu sehen, wie die ganze Gruppendynamik sich hier entwickelt. Das sage ich nicht, weil es hier Handkämpfe gibt, sondern weil die Leute miteinander durch das Ganze durchgehen, was eine sehr schöne Erfahrung ist. Aber ich glaube auch in den letzten Tagen mit anderer Package, mit anderen Key People hätte das ganz schön die Hölle sein können. Und nicht selten wird's gefährlich. Ängste überwinden. Island verlangt auch den Stars einiges ab. Meret Bekers Weg zum Set war wohl bei keinem anderen Film so schwindelerregend. Ich arbeite immer daran, dass ich eigentlich Angst verliere in meinem Leben. Dass ich möglichst keine Angst mehr habe. Ich mag Angst nicht. Ängste, diese, wo man sich um alles und jeden Sorgen macht oder Sorgen macht um, mache ich das jetzt richtig, kann ich das gut? Das, also bremsende Ängste, die will ich nicht haben. Und die will die Frau in dem Film auch nicht haben. Heute auf dem Drehplan eine Schlüsselszene. Er und sie stehen sich zum ersten Mal gegenüber. Steigst ab, hier, ja. Mert, kommst von hier rüber, als würdest du gerade aus dem Fluss gekommen sein. Und dann denke ich mir jetzt erstmal so, der Moje einfach so anguckt. Zu kurz. Drehfertig. Die Szene sitzt, die Protagonisten werden auf ihre Position gebracht. Und für den Rest des Teams gilt, bloß nicht im Bild stehen. Nicht ganz einfach bei einer Kamera, die rundum sieht. Die Leute müssen weg. Die müssen so weit weg und sich so hinter Hügelketten, Felsbrocken, kleinen Mulden oder wie auch immer verstecken, bis sie weg sind. Auch für die Schauspieler bedeutet die 360-Grad-Technik ein völlig ungewohntes Arbeiten. Normal ist ja der Kameramann direkt dahinter so. Und der macht dann vielleicht noch irgendwie mit der Hand ein Zeichen dabei, ein bisschen so, und dann gleichst du aus. Und da ist ja dann niemand. Das ist dieses Riesending, dieses Monster. Ja, und die anderen sind alle weit weg. Am nächsten Tag soll die gefährlichste Stelle des ganzen Drehbuchs umgesetzt werden. Meret Becker hier selber spielen zu lassen, wäre total unverantwortlich. Den Part von Janinas Mutter übernimmt in dieser Einstellung eine isländische Stuntfrau. Trotz professionellster Vorbereitung ist ihr Job lebensgefährlich. If I fall to the waterfall, well, I don't think nobody can save me, but it's gonna be fine, don't worry. Mit Bergsteigergurten gesichert begibt sich die Unerschrockene auf Position. Eine falsche Bewegung, die Folgen wären fatal. Die dramatische Rettung im Film. Ohne an seine eigene Gefahr zu denken, wagt sich unser Held todesmutig auf die Brücke. Endlich vereint gelangen unsere beiden nach einem langen Ritt schließlich ans Ziel ihrer Reise, zur Höhle, in der sich das Geheimnis der Sicherheit verbirgt. Hier empfängt sie Manitou, ein alter Weiser. Er winkt sie herein. Das Innere der Höhle, eine Kombination aus Steinzeit und Hightech. Wir sind wieder in den Bavaria Filmstudios in München und der Lösung des Rätsels ganz nah. Der Kameramann checkt zum letzten Mal das Licht. And action! Geführt von Manitou erfahren unsere beiden das Geheimnis, wie jeder seine Angst überwinden kann. Die Geschichte von Janinas Mutter, die sich auf die Suche macht nach einem sicheren Ort und nach einem Ort, der ihr alle Sicherheit gibt, ist ja letztlich eine Suche in die eigene Erfahrung und in ihren eigenen Mut hinein. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im Leben. Kein Mensch wird die je finden und trotzdem gibt es so viele Möglichkeiten und Orte, an denen man sich sicher fühlen kann. Was Janinas Eltern in der Höhle lernen, wollen wir natürlich nicht verraten. Dafür gibt es schließlich bald den Film. Also ich bin auf jeden Fall vorwärts gegangen, das weiß ich noch. Ich will sich auch in die Augen machen, auf. Ich würde das nicht wirklich vorwärts nennen, aber das ist eine Ansichtssache. Ich finde, das ist irgendwie so ein Reptiliengang. So ein Reptiliengang war das, ja.